Willkommen zurück bei Elex, diese fiesen, geschwächten Alpstodfunde mit ihren verdammten Feuerkanonen oder was das sein soll, oder Plasmageschossen. Die setzen mir ganz schön zu und ich hatte ja gerade noch die... die Handgranaten mal mit reingenommen, die ganz geil waren. Die haben ganz, ganz gut Schaden auch ein bisschen gemacht, aber da müsste ich halt schon echt einige von hinwerfen. Den schnapp ich mir. Okay, reicht sogar fast, um da... Okay, einer ist kaputt. Zwei sind kaputt. Okay. Da ist noch einer. Drei sind kaputt. So, sind die anderen jetzt Nahkampf? Kann ich auch hingehen? Sehr schön, einer nur noch. Geh weg. Den schnapp ich mir. Yeah. Nice. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Erstaunlich, dass wir noch da sind, Mädchen. Junge, Junge. Also das war ja übel. Sumpfspinne, gib mal her. Ah, Wein. Muss man beim nächsten Mal mit dran denken, wenn ich irgendwo was einkaufe und ich kann Wein kaufen, dann, dass ich ein bisschen mehr Wein mitnehme für die Heiltrankherstellung. Müssen wir dem Typen noch Bescheid geben. Ich glaube, der war hier unten. Das ist halt doof, das ist auch die Questmarker dann direkt entfernt. Ich meine, okay, die Quest ist abgeschlossen. Ja, aber ich kann die ja noch richtig erstmal abgeben bei demjenigen, von dem wir den Auftrag bekommen haben. So, vielleicht gibt es da hinten noch in der dunklen Ecke irgendwas Schönes. Also das mit den Granaten war echt geil, ne? Einfach gespammt, einfach reingeschmissen, ohne... ohne Wenn und Aber. Und schon hat es geklappt. Aha, dickes Blut. Was soll das denn sein? Dickes Blut da. Da steht noch ein Kelch rum und ein Krug. Ein Krug. Das ist ein Krug. So. Da fehlt nicht mehr viel bis zum nächsten Level ab. Die Geräuschkulisse ist hier ganz nice. Wie im Urwald. Da drüben ist noch eine Spinne. Komm, Kaya, die holen wir uns. Nein, die holen wir uns natürlich nicht. Ja, wobei die Special-Attacke natürlich bloß im näheren Umkreis ist. Und bei der Keule, die nehme ich jetzt mal, da springt er halt doch noch ein bisschen nach vorne. Ich probiere es mal damit. So, jetzt. Oh, Alter. Alter. Haut echt gut rein. Also Wahnsinn. Bin ich ja echt begeistert. Guck mal, was wir da drüben haben, mit dem können wir uns auch gleich mal anlegen. Es geht los. Jawohl. So, wo ist er denn hin?
Ach da. Ups. Stalker. Ja, könnte sein. Na wohl, der Special Move, der macht schon keinen schlechten wieder. Nein, wie dumm. Nach hinten gegen den beknackten Baum gesprungen. Okay, den kriegen wir kaputt auf alle Fälle. Ja, du miese Schwein. Gruselig. Kaya, zuck deine Waffe. Gleich geht's los. Ah, nein. Hat er daneben gehauen. Nein, keine Ausdauer mehr, ich Idiot. Kaya schon platt, oder was? Scheiße. Ah, ich jetzt auch. Okay, das war der schlechteste Kampf. Wir hatten den vorhin fast, ne? Oh, gruselig. Shit. Wenn das nicht alles trifft, ne, dann... Jawohl. Der war gut. Nein, ich kann nicht mehr weg. Fuck. Komm her, du miese Schwein. Huch. Der ging aber mal... Gewaltig daneben. Och, komm, ey. Ja, direkt nochmal was essen. Nein, hau doch zu, Jax. Geil, 8 Krallen, 2x Fell, 3 Zähne, 6 Knochen. Kaya, Kaya. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Ha, allerdings. Nice. Ja. Das hätte auch schief gehen können. Du sollst springen und nicht mit dem Jetpack. So. Oh. Huch. Oh, verdammt, ich erinnere mich. Wir hatten jemanden mitgeteilt, wer hier zu finden ist. Und die Berserker haben das erledigt. Scheiße. Hat Harkon euch geschickt? Ja, wir kommen von Harkon. Einer seiner Kundschafter hat diese Position der Alps ausfindig gemacht. Ups. Wir haben von ihm den Auftrag bekommen, sie zu erledigen. Wir müssen alle Alps aus Magalan tilgen. Nur so kann sich der Planet erholen. Am besten gehst du jetzt wieder deines Weges. Wir warten hier auf neue Befehle. Scheiße. Habt ihr die Separatisten hier getötet? Separatisten? Alps sind Alps. Da gibt es keine Grauzone. Natürlich waren wir das. Die Alps haben ihr Recht auf Leben verwirkt. Die wildern durch unser Land.
Scheiße. Sie bauen ihren monströsen Konverter auf unserem Boden. Wir können das nicht dulden. Wenn du nicht hier bist, um uns zu helfen, dann lass uns jetzt in Ruhe. Fuck. Shit. Hakon? Müssen wir mit Hakon reden? Oh. Scheiße. Ich glaube, ich hatte doch dem Hakon da den Tipp gegeben, oder nicht? Wir hatten irgendeine Gruppe mitgeteilt, wo Alps zu finden sind. Shit. Dass sie jetzt die hier gemeint haben, war mir nicht klar. Was? Ach ne, das ist bloß so ein kleines Blumenfeld. Sah so aus, als ob hier nochmal irgendwie mehr rumliegt. So, dann müssen wir erstmal wieder zurück. Ja, ja, genau, wir können ja über den Fahrstuhl nach oben wieder fahren. Nein, huch. Das sah gerade ein bisschen aus wie Parkour für Arme. Ach, guck mal. Ich gehe kaputt. Tagebuch eines Verbannten. Ein Besen. Hier ein Wasserkocher. Tagebuch eines Verbannten. Da wollen wir doch mal schauen. Da. Ab vom Schuss. Sie wollten mich loswerden. Ich habe mich einfach zu sicher gefühlt. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass ich hier überleben kann. Ich wünschte, ich könnte mich nochmal in das verfallene Gebäude oben in Goliath schleichen. Am liebsten bin ich immer auf den Dachboden geklettert. Dort hat niemand einen gesehen und man hatte einen wundervollen Blick nach unten. Das verfallene Gebäude in Goliath auf dem Dachboden. Verfallenes Gebäude in Goliath Dachboden. Ich versuch's mal zu merken. Goliath, Dachboden, verfallenes Gebäude. So. Zack. Huch, sorry. Ja, dann gehen wir mal da hoch, fahren da hoch und dann... Es ist auch nicht mehr so weit bis zum Lager der Mitte. Nanu? Irgendein Tier hat mich mitgekriegt. Müssen mal kurz warten wegen dem Chatpack. Sollte reichen. Ach, du wieder. Plasmazellen, habe ich die übersehen, ja? Als wir hier das erste Mal waren. Ach ja, wir hatten ja nochmal irgendwie vor 2 Folgen oder so einen Ring bekommen, aber ich glaube, der ist wirklich nicht besser. Den Ring. Ring, der hatte. Ja, das ist genau der, den wir schon anhaben. Da. Kaya, bist du mit drauf? Sehr gut. Das ist eine nette Idee hier mit dem Aufzug.
herunterzulassen. Ich habe nie wirklich verstanden, wieso er gebaut wurde, wenn es doch einen Fußweg hinunter gibt. Die Faulheit der Menschen fasziniert mich immer wieder. Sehr schön. Guter Spruch. Zum Quatschen fehlt mir die Zeit. Na, du Ekel. Ich muss mal kurz Hallo sagen, Stan. Wir haben auch schon einiges gemobst. Wenn du Ray irgendwo siehst, dann gib mir Bescheid, okay? Ach ja, mit Ray. Alles klar. Moment mal, war Hakon lag in der Mitte oder Goliath? Goliath. Lager in der Mitte ist da oben. Goliath, sehr gut. Verfallenes Gebäude, Dachboden, Goliath. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ja, ne? Ey, Faulpelz. Ich brauche jetzt mein Schläfchen, okay? Ja, dann penn weiter, du Schlafmütze. Was ist das denn? Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ah, da können wir gleich wieder mit dem Jetpack hoch, würde ich denken. Oder? Ja. Probieren wir's. So, wir sind gleich da. Das findet der Schlund, wo wir sind. Ah, okay. Das? Okay, gut. Die glitscht sich einfach bei schwierigen Situationen durch. Finde ich auch okay, bevor der Begleiter da irgendeinen Mist baut oder so oder ganz woanders landet. Weiß gar nicht, wenn ich mit ihm nochmal spreche, was er jetzt sagt. Ich meine, wir haben ja schon alles leer geplündert dort unten. Verschwinde von hier! Du hast hier nichts verloren! Ich gehe weiter zur Not über deine Leiche. Was ist das hier? Das hier ist der Schlund. Hier bringen wir alle Maschinen hin, aus denen wir das Elex extrahiert haben. Aber auch sämtliche andere Technik, die in Goliath verboten ist, wird hierher gebracht. Und jetzt verschwinde! Oh. So, wir gehen mal noch zu Hakon und quatschen mal noch mit dem, was der von der Alp-Sache hält. Na, Drog, alter Sack. So, welches verfallene Gebäude meint der? Ich kann mich gerade eigentlich an keins erinnern. Verfallenes Gebäude. Ich denke mal nicht, dass der das Hotel ganz oben meint.
ins Gebäude. Nein. Oh. Komm schon. Jo. Hatten wir uns nicht schon mal mit Harkon angelegt? Dem habe ich doch schon mal ein paar reingehauen. Du hast die Separatisten töten lassen, anstatt mit ihnen zu verhandeln. Na und? Hast du ein Problem damit? Wenn ja, dann sag es lieber gleich. Dann werden wir es gleich hier und jetzt ausdiskutieren. Du bist ein Mörder. Und du bist ein verdammter Alpsympathisant. Jetzt werde ich dir mal zeigen, was ich mit einem wie dir mache. Dich, Arschloch, hol ich mir. Damit bist du besser vorsichtig. Oh, den... Alter, den hat's jetzt komplett umgehauen. Harkon, Schlüssel erhalten. Tja, Harkon, du fieser Drecksack. Zerknüllter Zettel. Nachricht für einen jungen Berserker. Okay. Na gut, Harkon hat sich schon mal erledigt. Schauen, was es mit dem Zettel auf sich hat. Beurteilungsbogen? Kennen wir den schon? Protokoll. Beurteilung für der Berserker für A. Jora, vorbildlich, keine Beanstandungen, Stormsen, miserabel, hat Alp Waffe gefunden, wurde konfisziert und in Truhe abgelegt. Akira, hilft wo sie kann, jedoch zu gutherzig, Abhärtung empfohlen. Bertram, hält sich an die Gesetze, dennoch verdächtig. Rika, keine Auskunft möglich. Druck, keine Auffälligkeiten, Born, gesetzestreu, aber nachlässig, Rest folgt. Da ist der zerknüllte Zettel, eine gute Reise. Diese paar Splitter sind für einen ganz besonderen Ort in den Bergen. Bezahle den Wirt gut damit. Den Eingang musst du wohl alleine finden. Viel Glück auf deiner Reise. PS, sag bloß deinem Vater nichts davon. Irgendwas in den Bergen. Okay, ich glaube, wir kriegen hier bald eh mächtig Ärger. Wenn die mitkriegen, dass wir Harkon umgelegt haben. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Plus 31, ey, Metallschwinge 2. Na gut. Jo, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.